Guten Abend, Leute. Heute ist ein schöner Tag oder schöner Abend, denn heute ist mein Counter gekommen, mein Facebook-Counter. Der zeigt uns dann aktuell oder Leuten, die in meinem Büro vorbeilaufen, den aktuellen Follower-Stand meiner Facebook-Seite, also der Style der Facebook-Seite an. Diesen Counter tun wir jetzt mal zusammen installieren und packen den mal schön aus. Also packen den vorher aus und dann installieren wir ihn schön. Gucken wir mal. Gut, geht los. Zunächst müssen wir den Karton natürlich öffnen. Oh, das sieht gut aus. Das ist eine ganz feine Sache. Ha! Wow. Oh, scheint für mehrere Länder vorgesehen zu sein. Das ist schon mal gut. Was haben wir denn in Deutschland versteckt? Die? Nö. Nee. Ach. Ja, ist es. Können wir gleich mal hier reinklicken. Klick. Dann öffnen wir mal das Kabel. Ich bin ja gespannt, ob das funktioniert. Nochmal zur Info, dieser Counter holt sich übers Internet den aktuellen Stand der Follower-Anzahl jeder Facebook-Seite oder einer bestimmten Facebook-Seite und gibt es auch von Instagram, oder wie die Profis sagen, Instagram. So, das sieht schon mal gut aus. Jetzt schauen wir mal. Genau. Machen wir nicht bloß Strom anstecken. Den Karton können wir mal beiseite räumen. Kabel ist ziemlich lang, das ist schon mal gut. So, angesteckt ist. So eine Power-Taste. Nee, Netzwerkkabel gibt es auch, also Netzwerkanschluss. Den brauchen wir aber jetzt nicht. Ich stelle es jetzt einfach mal so rum hin. Weil hier kommen nämlich ab und zu irgendwelche Statusmeldungen. Das tut sich erstmal. Einrichten. Na gut, das kannst du ja dabei machen. Wir gehen jetzt an den PC und checken mal die Lage. Es gibt auch eine tolle Beschreibung, sogar auf Deutsch. Stand in der Beschreibung, oder zumindest beim Kauf haben wir eine Registrierungsmail bekommen. Man sollte sich auf jeden Fall auf der Webseite registrieren. Das machen wir jetzt. Oder registriert haben wir uns schon. Einloggen müssen wir uns noch. Da nochmal speichern. So, jetzt geht's los mit der Installation. Schritt 1. Zähler-ID eingeben. 5,8. Gut. ID haben wir eingegeben. Los geht's. Ah, gut. Jetzt ja, WLAN. Achso. Verbinden. Jetzt geht's los. Oh, es hat sich was getan. Muss gleich mal auf Reikung noch ein Bierchen trinken. Mit meinem Bier? Ja. Achso, jetzt muss ich das WLAN aussuchen. Jetzt nehme ich Fischers 2. So. Speichern.
Okay, jetzt muss ich so mein Netzwerk gehen. Verbinden. Gut. Jetzt müsste eigentlich hier gleich. Was passieren? Aha. 1, 2, 3. Das heißt. Alle leuchten blau. Der Zähler ist mit dem Internet verbunden, kann mit dem Server kommunizieren. Bleiben wir in dem Netzwerk. So. Jetzt müssen wir natürlich noch unsere Facebook-Seite verbinden. 2, 3, 4, 5 gestreifte Lappen oder ein auf der rechten Doppelzeit angezeigt, ist alles in Ordnung. Firmware wird aktualisiert. Ja, das ist schon mal schön. Jetzt müssen wir natürlich noch unseren Zähler mit unserer Facebook-Seite verbinden. Style-Dach. Und benennen. So. Link. Jetzt haben wir unsere Facebook-Seite hier rein. Style-Dach ist richtig geil gemacht. Gut. Fertig. Verbunden. User lassen wir so. Ist drin, ne? Ja. Safe. So, jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt müsste da eigentlich losrasseln. Das wäre ja cool. Tut sich was? Fertig. Geil. Ja, jetzt geht's los. WLAN-Verbindung steht, Verbindung zum Server von Smart steht. Und jetzt zeigt's unseren aktuellen Style-Dach-Follower an. Das Coole ist, wenn jetzt einer einen Daumen rausnimmt, wird's kleiner. Und wenn ein Daumen dazukommt, wird's größer. Mal sehen, wir werden das jetzt mal folgen. Und das ist ganz cool, wenn man beim Fernsehen sitzt und man sieht, wie die Seite wächst und wächst und wächst. Ja, der Plan ist aber, dass der Zähler dann in mein Büro kommt und später noch ein Instagram-Zähler. Aber da, wie gesagt, 300 Euro das Teil ist schon viel, viel Geld. Aber das könnte man wirklich gut präsentieren. Gerade im Schaufenster oder im Fenster halt, wenn die Leute vorbeigehen, sehen sie immer die aktuellen Follower zahlen. Gut, Freunde, das war's. Da auch so ein Ding sich bestellen. Also ich kann es jedem empfehlen, ich find's cool. Was ich eins bestellen will, macht's einfach. Kommt gut. Ciao.